Ja, servus, mein Name ist Markus Pfister und in diesem Video erfährst du, wie du mit der Lagerbestandsdatei richtig umgehen kannst. Du kennst vielleicht das Problem, wenn du viele Daten bei Amazon verwaltest und einen großen Produktkatalog hast, ist es extrem mühsam, wenn man Änderungen in der Seller Central durchführen will. Wenn man sich überall durchklicken muss, alles kostet Zeit, der Browser lädt und so weiter und so fort, es kostet einfach sehr, sehr viel Zeit. Da gibt es aber eine einfache Abhilfe dafür, und zwar die Lagerbestandsdatei von Amazon. In diesem Video erfährst du die grundlegenden Basics zur Lagerbestandsdatei, wie du damit arbeiten kannst und auch weitere Informationen, wie du zum Beispiel Varianten anlegen kannst, wie du Produkte im Nachhinein noch zu Varianten ändern kannst und vieles mehr. Wenn dir das Video gefällt und dir weiterhilft, dann klick bitte auf Gefällt mir und abonniere den Kanal, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Ich möchte nun keine Zeit mehr verlieren, wir starten direkt rein in die Bildschirmpräsentation. Los geht's! So, wir sind nun hier am Bildschirm und zunächst müssen wir die Lagerbestandsdatei herunterladen. Dafür gehst du auf Katalog, Produkte hinzufügen und dann auf Ich lade eine Datei hoch, um mehrere Produkte hinzuzufügen. Hier kannst du nun ganz einfach deine kategoriespezifische Lagerbestandsdatei downloaden. Dazu kannst du einfach hier ein Keyword eingeben und dazu deine Unterkategorie suchen. Das funktioniert allerdings nicht in allen Fällen. Du kannst dafür auch ganz einfach hier durch die Kategorie browsen und dann deine Kategorie auswählen. In unserem Fall, wir wollen einen Kaffeebecher anlegen als Beispielprodukt, wähle ich hier Kaffeebecher aus. Wenn du nun verschiedene Produkte mit verschiedenen Kategorien anlegen möchtest, kannst du natürlich verschiedene Unterkategorien auswählen für deine Lagerbestandsdatei, mit der du das hochladen möchtest. Und in dem Fall empfehle ich dir, lass dieses Fenster hier offen, damit du später noch weißt, welche Node-ID, das gibt nämlich in der Lagerbestandsdatei an, welche Unterkategorie das Produkt hat, zu welcher Unterkategorie gehört, denn in der Lagerbestandsdatei gibt es dazu keinen Hinweis mehr. Wenn du also mehrere Produkte mit verschiedenen Unterkategorien anlegst, lasse dieses Feld hier offen. Dazu später dann noch mehr. Um das downzuladen, klick hier auf Erweitert, dann wähle deinen Marktplatz aus und klick hier auf Vorlage erstellen. Dann wird deine Lagerbestandsdatei heruntergeladen. In der Lagerbestandsdatei angekommen sieht das Ganze mal so aus. Du hast hier verschiedene Tabellenblätter mit Informationen. Du hast ein Beispiel auch hier. Du hast Datendefinitionen, die angeben, welche Felder Pflichtfelder sind und welche optional sind. Allerdings ist das nicht immer ganz akkurat, weil manche Pflichtfelder hier sind in Wahrheit optional und du kannst auch schon die Lagerbestandsdatei hochladen, wenn diese nicht ausgefüllt sind. Deshalb zeige ich dir jetzt mal an einem ganz konkreten Beispiel, welche Felder ausgefüllt sein müssen, damit du überhaupt mal das Produkt anlegen kannst. Also gehen wir hier rein ins Tabellenblatt Vorlage. Das ist standardmäßig gesperrt. Der erste Schritt, den du hier machst, Rechtsklick und Blattschutz aufheben, damit du hier vollständig arbeiten kannst. Ich habe die Lagerbestandsdatei bereits mit Testdaten ausgefüllt. Wie gesagt, wir legen hier einen Kaffeebecher an. Und nun gehen wir mal ein auf die Felder, die unbedingt erforderlich sind. Das sind die Felder Feed Product Type. Da wählst du sozusagen deine Überkategorie aus, also Sport und Freizeit, Küche und Haushalt und so weiter. Dann SKU. Hier gibst du deine SKU an, die dann auch in der Lagerbestand im Seller Central sichtbar ist. Dann haben wir den Brand Name, also den Markennamen. Item Name ist der Titel. Dann haben wir External Product ID. Das ist ein ERN-Code oder eine ASIN. Wenn du das Produkt neu anlegst, wird es wahrscheinlich eine ERN sein. Dann haben wir hier ID-Type. Hier kannst du auswählen, um was es sich handelt. Also ERN, ASIN, UPC, was auch immer. In unserem Fall ERN. Dann Manufacturer. Hier geben wir einfach nochmal den Brandname an. Dann haben wir unsere Recommended Browse Nodes und davon habe ich vorhin gesprochen. Das gibt an, um welche Unterkategorie es sich handelt. Da ich jetzt nur eine Lagerbestandsdatei für eine Kategorie angelegt habe, haben wir hier nur einen Wert zur Auswahl. Also sehr einfach. Wenn du aber verschiedene Produkte in verschiedenen Kategorien auswählst, hast du hier nun eine Liste mit verschiedenen Zahlen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass du dir das Fenster, wo du die Lagerbestandsdatei heruntergeladen hast, offen lässt, damit du später nachvollziehen kannst, welche Unterkategorie welche Browse-Node hat. Und dann haben wir hier noch das Feld Standard Price. Hier gibst du einfach deinen Produktpreis an und ganz wichtig, du musst diesen mit einem Punkt trennen und nicht mit einem Komma. Dann, wenn wir weiter nach rechts scrollen, haben wir hier
Die Felder, die in rosa hinterlegt sind, für unsere Variantenverknüpfung, dazu später mehr. Dann das Feld Update Delete. Hier kann man drei Punkte auswählen, und zwar Aktualisierung, partielle Aktualisierung und Löschung. Löschung bedeutet, dass das Produkt in der Seller Central gelöscht wird. Partielle Aktualisierung bedeutet, dass lediglich die Daten, die in der Lagerbestandsdatei anders sind oder neu ergänzt wurden, in der Seller Central so übernommen werden. Und Aktualisierung bedeutet, dass nur die Daten, die in der Lagerbestandsdatei sind, dann in die Seller Central übernommen werden. Das heißt, es wird sozusagen einmal das Produkt in der Seller Central komplett gereinigt und dann werden nur die Daten übernommen, die in der Lagerbestandsdatei vorhanden sind. Wenn du dein Produkt lediglich updaten möchtest, also neuen Titel, neue Bullet Points und so weiter einfügst, empfehle ich dir partielle Aktualisierung. Wenn du ein Produkt komplett neu anlegst, würde ich Aktualisierung hier auswählen. Dann haben wir hier weitere Felder wie Product Description. Hier kannst du deine Produktbeschreibung einfügen. Das ist allerdings kein Pflichtfeld. Dann, wenn wir weiter nach rechts scrollen, finden wir bei den grün hinterlegten Feldern die Bullet Points und die Generic Keywords. Diese sind ebenfalls keine Pflichtfelder, kannst du allerdings gleich einfüllen, wenn du das möchtest. Und dann haben wir ganz rechts hinten noch unser letztes Pflichtfeld, das du unbedingt ausfüllen musst. Und dieses ist Condition Type. Hier gibst du an, in welchem Zustand das Produkt sich befindet, also gebraucht, neu und so weiter. Wenn du ein klassischer Private Label Seller bist, wähle hier neu aus, weil du ja schließlich Neuware verkaufst. Wie sieht das Ganze nun aus, wenn man Varianten anlegen möchte? Ich gehe dazu nochmal hier ganz nach vorne und hier mal als kleine Erklärung zu Varianten. Eine Variante besteht immer aus einer Parent, also einer übergeordneten Variante, und einem Child, also einer untergeordneten Variante, welches dann auch das wirkliche Produkt ist. Die Parent, also die übergeordnete Variante, welche wir hier oben finden, ist lediglich ein virtuelles Produkt unter Anführungszeichen, damit Amazon sozusagen diese Verknüpfung zwischen den zwei Varianten herstellen kann. Ich habe jetzt hier in unserem Beispiel einen Kaffeebecher angelegt in Weiß und in Schwarz. Es handelt sich also um eine Farbvariante. Als SKU habe ich vergeben KB für Kaffeebecher und für die Varianten KB01 und KB02. Ihr könnt die SKU komplett frei wählen. Ich empfehle euch allerdings, das hier logisch zu machen und immer die Parent SKU voranzustellen und dann mit Bindestrichen und Nummern oder Buchstaben das Ganze logisch für euch aufzubauen, damit ihr später eben gut damit arbeiten könnt. Dann, ganz wichtig bei der Parent, gebt ihr keinen ERN-Code und keinen Preis an, da es sich ja nur um ein virtuelles Produkt handelt, der für die Verknüpfung zuständig ist. Eure Child-Produkte, also normalen Produkte, legt ihr ganz normal an. Dann kommen wir zu den Feldern, die für die Verknüpfung der Variante wichtig sind. Diese findet ihr hier und hier legt ihr zunächst fest, um welche Art von Variante es sich handelt, also Parent oder Child. Wir haben hier zwei Auswahlfelder, ich habe das Ganze schon ausgefüllt. Dann haben wir hier das Feld Parent SKU. Das legt fest, zu welcher Parent, also übergeordneten Variante, euer Produkt gehört. Man muss hier die SKU auswählen, die ihr bereits hier vorne angegeben habt. Also da die zwei Produkte zu dem obigen gehören, wähle ich diese SKU hier aus. Dann haben wir das Feld Relationship Type. Hier gibt es zwar die Auswahl zwischen Variation und Accessory, aber in 99,9% der Fälle wählt man Variation aus. Also hier wählt ihr einfach Variation aus. Und dann habt ihr das letzte Feld Variation Theme. Hier wählt ihr aus, um welche Art von Variante es sich handelt, also Farbvariante, Größenvariante und so weiter oder Größe und Farbe. Könnt ihr hier alles nach eurem Belieben festlegen. Hier gibt es verschiedenste Werte zu allem. Wenn ihr eine Farbvariante habt, nehmt ihr Color. Wenn ihr eine Größenvariante habt, nehmt ihr Size Name. Und wenn ihr Größe und Farbe habt, dann nehmt ihr hier Color Size. Das sind die geläufigsten Variantenformen. Da wir nun hier ausgewählt haben, dass wir eine Farbvariante haben, müssen wir natürlich auch festlegen, wie die Variantenbezeichnung lautet, damit Amazon sozusagen das richtig zuordnen kann. Und diese Felder für die Variantenbezeichnungen findet ihr wiederum hier bei den grün hinterlegten Feldern.
Hier gibt es für die verschiedenen Variantenarten eben verschiedene Felder, wie zum Beispiel hier für die Größe wäre Size Name das Feld, für den Stil wäre Style Name das Feld. Aber da wir eine Farbvariante haben, wählen wir natürlich hier Color Name aus und legen hier unsere Farbe fest. Wie vorher gezeigt, unser Kaffeebecher ist in Weiß und in Schwarz erhältlich, also gebe ich hier Weiß und Schwarz ein. So könnt ihr eine Variante ganz einfach erstellen und auch ein Produkt, welches als Nicht-Variante angelegt ist, im Nachhinein zu einem Variantenprodukt machen. Ihr müsst dann einfach nur die Daten von der Seller Central hier überall eintragen und dann eben noch eine Parent hinzu erstellen und gegebenenfalls eine zweite untergeordnete Variante, die ihr vielleicht neu erstellt. Das war es auch schon zum Lagerbestandsdatei-Tutorial. Ihr müsst nun nur noch die Lagerbestandsdatei speichern. Das macht ihr, indem ihr auf Speichern unterklickt und dann das Ganze hier als Textdatei speichert. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf Mac arbeitet mit Microsoft Office, wählt hier UTF-16 Unicode Text aus. Wenn ihr auf Microsoft Windows arbeitet mit Excel, wählt hier tabgestoppter Text aus. Da ich auf Mac arbeite, wähle ich hier UTF-Code 16 aus und klicke auf Sichern. Um die Lagerbestandsdatei nun hochzuladen, gehe ich einfach wieder zurück hier auf dieses Fenster, klicke hier Lagerbestandsdatei hochladen, wähle dann hier Kategorien Lagerbestandsdateien aus, klicke hier auf Datei auswählen, wähle meine Lagerbestandsdatei aus und klicke hier auf Hochladen. Und dann im Anschluss, wenn das Ganze durchgeführt wurde, könnt ihr euren Upload-Status prüfen und schauen, ob das Ganze auch funktioniert hat. Ich habe nun die Lagerbestandsdatei hochgeladen und kann mir dann jetzt hier den Verarbeitungsbericht herunterladen. Der Verarbeitungsbericht ist sehr einfach aufgebaut. Man sieht hier Feed Processing Summary. Hier sieht man sozusagen die Anzahl an Fehlern und so weiter und auch die Fehlerbeschreibung. Und hier in Template sehe ich, wie ich meine Daten hochgeladen habe. Und ich sehe hier sofort, okay, das Produkt wurde hier nicht richtig hochgeladen, weil einfach Dinge fehlen, wie die Standard Product ID, wie zum Beispiel hier die EIN, die ist einfach falsch. Es kann aber auch sein, dass hier ein Fehlercode ist, wie Preis falsch. Das kann sein, weil ihr hier zum Beispiel ein Komma statt einen Punkt verwendet habt oder weil der Titel fehlt oder wie auch immer. Ihr könnt dann einfach die Daten sozusagen in eurer ursprünglichen Lagerbestandsdatei ändern, nochmal neu abspeichern und wieder hochladen. Wenn das Ganze funktioniert hat, habt ihr hier dann das Ganze grün hinterlegt und hier steht Successfully Uploaded. Ja, das war auch schon das Video. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dir weitergeholfen. Wenn das der Fall ist, dann unterstützt bitte meinen Kanal, indem du auf Like klickst und abonnierst, damit du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst und die neuesten Tipps und Tricks zu Amazon FBA und E-Commerce erfährst. Bis dahin, Servus, dein Markus. Ciao.